Hallo liebe Camper, ein herzliches Willkommen bei Mika Caravan bei uns auf dem Kanal. Heute ein kleines anderes Video, mal relativ wenig mit Technik zu tun, sondern ich habe hier ein wunderschönes Fahrzeug, in dem ich auch sitze. Das ist aus unserer Mietflotte. Wir haben uns hier aktuell entschieden, keine Fahrzeuge mehr zu vermieten. Wir sagen einfach Vermietung, denke ich, oder beziehungsweise haben wir gemerkt, dass sich das eigentlich nur rechnet, wenn man wirklich 15, 20 Autos in der Vermietung hat und es dann wirklich im großen Stil macht. Wir hatten ja nur 4 Autos in der Vermietung und da muss ich ganz ehrlich sagen, was uns ein bisschen erschreckt hat, war die Rücksichtslosigkeit der Menschheit. Und drum haben wir gesagt, nee, wir wollen jetzt eher keine Fahrzeuge mehr vermieten, weil das rentiert sich einfach nicht. Noch dazu war dann ja die Corona-Thematik, Lockdown und dann waren die Autos mehr gestanden, wie sie gefahren sind. Und ja, so haben wir jetzt eins nach dem anderen gut an den Mann gebracht. Und eins haben wir aber jetzt noch übrig, das haben wir uns nur so ein bisschen zurückgehalten. Aber jetzt haben wir uns entschieden dazu, auch dieses Fahrzeug zu verkaufen. Und zwar handelt es sich hier um einen Lamarca 69. Also sagt ja schon der Name, 6,90 Meter lang. Einzelbetten. Ja, und den wollte ich euch jetzt hier in diesem Video einfach mal vorstellen. Der ist zum Verkauf. Und wenn ihr Interesse habt oder euch interessiert an so einem Fahrzeug, dann einfach gern bei uns melden. Es ist ein guter Gebrauchter. Er ist 1,5 Jahre alt, knapp 2, hat para 30.000 Kilometer. Ich müsste jetzt genau nachschauen, können wir gleich machen. Ich glaube so um die 33.000, 34.000 Kilometer hat er drauf. Also gerade mal eingefahren. Also das ist natürlich für so ein Fahrzeug jetzt nicht wirklich viel. Ja, er hat ein paar kleine, Sache jetzt einfach einmal, Verschleißspuren im Innenraum, ganz klar, das sieht man. Und aber bei Übergabe wird das Fahrzeug natürlich top aufbereitet. Ein paar Sachen sind noch, Außenspiegel ist noch kaputt, aber da kommt auch neuer dran. Also die Mängel, die da dran sind, die werden natürlich alle von uns beseitigt, ganz klar. Und sind ja auch in der Gewährleistung entsprechend, damit es auch ordentlich vonstatten geht. Ich würde sagen, ich nehme jetzt euch mal auf die Hand und wir gucken uns das Fahrzeug mal ein bisschen näher an. So. Ja, hier haben wir den Blick nach vorne in den Fahrgastraum. Wie wir sehen, ein Fiat Ducato 140 PS mit Schaltgetriebe. Mit von der Partie ist das Alpine Radio mit integrierter Rückfahrkamera und Apple CarPlay und allem drum und dran. Auch das haben wir nachträglich eingebaut, damit es alles sauber ist und schön ausschaut. Ist natürlich alles included. Ansonsten ein ganz normaler Fiat Ducato, kann man nichts sagen, top gepflegt, habe euch ja gesagt, para 30.000 Kilometer und ja, Fiat kennt ja jeder von euch, so ist eigentlich dazu gar nicht viel zu sagen. Was mir besonders gut gefällt, sind die Bezüge, die sind natürlich den Innenraum angepasst. Wenn wir jetzt hier mal ein Stückchen zurückgehen, dann sehen wir hier auch diese weißen Kunstlederbezüge. Ich betone Kunstleder, weil Kunstleder natürlich leichter zu pflegen ist und das Material ist wirklich sehr, sehr schön zu pflegen. Also kann man gar nicht meckern, das ist, lässt sich wunderschön sauber machen, wunderschön reinigen, ist schön geschmeidig, schön weich. Also es ist echt nicht schlecht, also echt ganz toll. Dann haben wir hier den Tisch, schöne weiße Platte, auch eine schöne dünne Kunststoffplatte. Mit einem Griff kann man den natürlich sich hinschieben, hindrehen, wie man den braucht. Also das ist auch eine tolle Geschichte. Der Tisch hat hier schöne, ja schon fast eine Rundsitzgruppe. Die Sitze vorne kann man natürlich noch drehen und hat hier so richtig schön Platz, wo man ja 1, 2, 3, 4, 5 zu 5 ohne Probleme sitzen kann. Und da hat man richtig gemütlich Platz.
Oben haben wir hier nochmal ein kleines Skyroof, nicht zum Öffnen, ganz wichtig, aber trotzdem schön, damit ein bisschen Licht reinkommt, so ist der Innenraum schön hell durchflutet. Dann haben wir hier links und rechts natürlich auch noch Staufächer drin, genau hier, und auf der anderen Seite natürlich das Gleiche. Und wie ihr schon merkt, an der Kastensituation hier unten haben wir ein Hubbett. Das Hubbett haben wir hier oben, geht elektrisch, funktioniert tadellos. Einfach hier schnell Schlüssel reinstecken, rumdrehen und zack, schon geht die Abfahrt los. Also auch das ist eine tolle Sache. Somit können vier Mann ohne Probleme hier schlafen. Dann haben wir natürlich eine Truma CB Plus und hier haben wir die ganze Steuerung entsprechend, wo man dann sauber alles steuern kann. Wasserpumpe, Licht und so weiter, Füllstände angucken kann. Schönes, modernes Design mit Soft-Touch, also funktioniert tadellos. Also ist echt eine tolle Sache und schaut optisch, muss ich sagen, auch echt schick aus. Gefällt mir persönlich echt gut. Ist eine tolle Sache und das war es dann auch schon. Das Einzige, was wir noch haben, ist hinter dem Sitz nur einen kleinen Schalter. Das ist dann die zuschaltbare Tankheizung, weil der Abwassertank außen ist. Der ist aber isoliert und beheizt. Und das ist natürlich auch was, was das Fahrzeug schön winterfest macht. So, jetzt schauen wir mal die Küche an. Da haben wir natürlich schönes Rundwaschbecken mit einem Dreiflammkochmulde, auch schick, hat ein bisschen Platz. Hier seitlich haben wir nur das hochklappbare Brett, wo man die Küche nur erweitern kann, wenn man mal was kocht. Auch das ist schick. Viele Schubkästen sind drin, Türen, wo man Töpfe, Pfannen, alles schön unterbringt. Also echt eine tolle Sache. Hier oben haben wir noch einen schönen Stauraum auch für Geschirr und so weiter. Da sind unsere Sachen noch drin von der Vermietung. Mit dazu geht natürlich auch die Ausstattung. Das heißt, es gehen Tische, Stühle, zwei Stühle, ein Tisch und so ein bisschen Inventar, was alles in der Vermietung war. Auf Wunsch kann das gern alles mitgegeben werden, ohne Aufpreis natürlich. Ja, dann haben wir da hinten unsere Einzelbettsituation. Kann in der Mitte noch das Brett rausziehen, die hintere Matratze reinlegen. Da haben wir hier hinten eine schöne große Spielwiese. Hier haben wir noch die schöne Oberschranksituation mit den schönen Fächern und Schränkchen. Also ich finde es echt schön. Schaut schön designerisch gut aus. Hier oben noch ein großes Hegi. Auch das finde ich toll. Also da hat man auch richtig Platz und kommt auch schön Licht rein. Dann haben wir einen riesen Kühlschrank. Wenn wir uns das mal angucken, das ist ja riesig, das Teil. Mit schönem Gefrierschrank, alles drin. Also echt cool, das Teil. Da passt richtig was rein. Und was wir auch noch haben, hier unten in den Stufen jeweils Stauräume. Das ist auch nicht dumm. Da kriegt man nämlich ganz schön viel rein, von Schuhen und so weiter. Also das ist auch nochmal richtig klasse. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, ist hier der Kleiderschrank. Auch der mit Kleiderstange oben dran, wo man natürlich links und rechts schön Sachen reinhängen kann. Also bei allem ist da wirklich viel dabei, wo richtig schick ist. Das gleiche haben wir natürlich auch hier auf der anderen Seite. Auch nochmal einen riesen Stauraum, auch wieder mit Kleiderstange. Dann haben wir hier nochmal Schubkästle. Also Stauraum hat das Auto echt richtig cool. Dann schauen wir uns mal das Bad an. Hier haben wir, was wir gleich als erstes sehen, eine riesen Dusche. Extra, separat, auch das ist richtig schön, mit einer Duschtür. Somit hat man nicht alles nass, sondern hat die Dusche separiert. Hier haben wir dann die Toilette. Voilà. Und oben drüber, das ist auch so ein kleines Highlight, haben wir dann hier, voilà, das Waschbecken hier innen drin. Also auch das ist wunderschön, gefällt mir persönlich unheimlich gut.
großer Spiegel auf der Seite noch. Ja, also sehr geräumig. Kann man richtig gut nutzen. Wunderschön, sehr geräumig. Kriegt man viel unter. Dann haben wir nur große Heckgarage hinten drin. Man sieht ja hinterm Bett. Dann sind Winter- und Sommerreifen dabei. Auch das kann man mit erwerben oder kann, beziehungsweise gibt es dazu. Und das ist schon echt eine tolle Geschichte. Wir haben hier einen normalen Akku drin. Wir haben das Fahrzeug natürlich noch nicht ausgestattet. Es ist keine Solaranlage drauf und so weiter. Das kann sich jeder noch individuell gestalten, wenn er es denn braucht. Und kann da seine individuelle Note dementsprechend noch reinbringen. Natürlich überall Fliegengitter und Verdunkelungsrollos, ganz klar, alles funktionell, alles top. Ausstellfenster überall, kleiner Umluft-Dunstabzug, bewusst Umluft, weil der geht nicht nach außen. Das muss man auch wissen. Und ja, jetzt sage ich mal ganz kurz, gehen wir mal einmal ums Fahrzeug rum. So sieht er von außen aus. Ihr kennt das Design von La Maga. Also ist schick. Schöner Teil integrierter. Natürlich wird er auch noch ein bisschen aufgehübscht. Und jetzt schauen wir mal kurz in die Garage. Genau, das sind die, voilà, da sind noch die Reifen drin, die Sommerreifen drin, da ist Tisch drin und so weiter, aber auch sehr großzügig, da hat man richtig schön Platz. Fahrräder passen da auch rein, wenn man möchte, und man kann natürlich auch nur einen Heckträger reinmachen. Dann laufen wir einmal rum. Hier schaut er von der anderen Seite aus, da kommt natürlich nur neuer hin, der ist kaputt. Den machen wir komplett weg, aber ansonsten ist das Fahrzeug top. So schaut er von der Seite aus. Also, wenn da dementsprechend Interesse besteht, jetzt lege ich euch mal wieder hierher. Ja, also, wenn hier Interesse besteht an dem Fahrzeug, dann einfach kurz Bescheid geben. Wir sind daran interessiert, das Auto zu verkaufen. Es hat einen relativ günstigen Preis. Also, wir sind der Meinung, beziehungsweise marktgerecht, wird das Fahrzeug mit dem ganzen Zubehör, mit allem drum und dran, für 46.000 Euro an den Mann gehen. Und ja, das ist eigentlich ein Preis, der sehr ehrlich und fair ist, denke ich. Und wenn da, wie gesagt, Interesse besteht eurerseits, dann bitte einfach bei uns melden. Kurze E-Mail, kurz anrufen. Fahrzeug steht hier, kann jederzeit besichtigt werden. Und dann freue ich mich auf rege Mails von euch. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Da habe ich auch wieder zwei Kleinigkeiten, wo ich euch vorstellen möchte, was wir neu im Programm haben oder beziehungsweise was bald kommt. Das wird aber dann Thema oder Bestandteil des nächsten Videos werden. Hauptsächlich geht es da um, habe ich es letzte Mal schon gesagt, Induktionskochfeld im Wohnmobil, gasfreies Wohnmobil. Und dann haben wir noch einmal ein Thema, eine kleine Hilfe, wie stelle ich mein Wohnmobil genau gerade. Da gibt es ein kleines Helferchen, wenn man noch mit Keilen arbeitet. Und das finde ich richtig cool und das stelle ich euch dann im nächsten Video vor. Und dann geht es auch wieder drauf und dran, was haben wir alles gemacht in unserer Werkstatt natürlich und mit Technik weiter. Und natürlich noch das schuldige Video bezüglich Solaranlage, Reinschaltung, Parallelschaltung und so weiter. Auch da wollen wir uns noch ein bisschen damit beschäftigen. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und auch
über Kommentare von euch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, bis bald!